Wir haben hier eine sogenannte elektromechanische aktive Wankstabilisierung. Es ist ein mechatronisches System, was wir in Chassis von modernen Kraftfahrzeugen einsetzen, um die horizontale Zentrierung des Fahrzeugs zu ermöglichen, also sprich die Wankbewegung zu verhindern. Dieses Produkt setzt sich aus Mechanik, aus Elektromotor und aus Elektronik zusammen. Und es ist halt die erste Serienanwendung, was wir mit einem deutschen OEM hier in Serie gebracht haben.